Stellt euch, wenn ihr könnt, ein kleines Zimmer vor, sechseckig wie die Zelle einer Bienenwabe. Es hat weder ein Fenster noch eine Lampe, und doch ist es von einem sanften Leuchten erfüllt. Es gibt keine Abluftöffnung, und doch ist die Luft unverbraucht. Es sind keine Instrumente zu sehen, und doch wird dieses Zimmer jetzt, da meine Betrachtung ihren Anfang nimmt, von wohligen Klängen durchpulst. In der Mitte steht ein Sessel, daneben ein Lesepult. Mehr Mobiliar gibt es nicht. In dem Sessel sitzt ein in Tücher gewickelter Fleischberg. Eine Frau, etwa 1,5 Meter groß, mit einem Gesicht weiß wie Pilz. Ihr gehört das Zimmer. Eine elektrische Klingel läutete. Die Frau legte einen Schalter um und die Musik verstummte. Ich werde wohl nachsehen müssen, wer da ist. Sie setzte ihren Sessel in Bewegung. Dieser wurde, wie die Musik, mechanisch gesteuert. Und so rollte sie nun ans andere Ende des Zimmers, wo die Klingel noch immer aufdringlich läutete. Wer ist da? Seit die Musik spielte, war sie wiederholt gestört worden. Sie hatte abertausend Bekannte. In gewissen Bereichen konnte die menschliche Kommunikation erhebliche Fortschritte verzeichnen. Den Hörer am Ohr breitete sich in ihrem Gesicht ein Lächeln aus. Nun gut, unterhalten wir uns. Ich isoliere mich jetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten 5 Minuten etwas Wichtiges passiert. Denn genau die bekommst du von mir, Kuno. Ganze 5 Minuten. Danach muss ich einen Vortrag über die Musik in der australischen Periode halten. Sie betätigte den Isolationsknopf, sodass sie niemand mehr erreichen konnte. Tippte mit dem Finger an den Lichtapparat und das kleine Zimmer versank in Dunkelheit.